Wir spielen zusammen. Zuerst die gute Nachricht. Die Eldritch stehen ganz kurz davor, die Varelsi-Portaltechnik zu verstehen. Die schlechte... Minuten vor dem Durchbruch hat ein Splittersturm das Forschungsteam zerfetzt. Der letzte Überlebende des Teams hat Verstärkung gerufen, um das Experiment zu beenden. Ach. Und offenbar ist es Boldur. Das wird spannend. Cool, ja. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Snurks und der Smirk von Zweikampfsofa. Juhu. Juhu. Ja, das ist, lustig. Ja, also ich wähle wieder meine Heilerin, den Wassercharakter vom DLC, die Alani, die alle wegschnalzt mit ihrer Wasserwelle, Wasserdrachen, Wasserspein, Wasserspucken, einfach Feuchtgebiete. Beruhig dich. Okay. So, und du bist die Orendi. Mal wieder. Du wünschst dir einfach nur in Wirklichkeit vier Arme zu haben. Ich bin natürlich wieder da. Och. Kann man machen. So, und du willst der schwertschwingende Vampir in Wirklichkeit sein, oder? Richtig. Stimmt, das ist Vampir gewesen, ne? Ja, es ist so ein Vampir. Der ja. kriegt ja Heilung durch Schaden. Irgendwie so war das da, oder? Ja. Ich habe auch irgendwie so ein Attribut mit irgendwas Vampir getönt. Mm, genau. Siehst du? Das läuft ja irgendwie aus Saugen. The Vampire. Ich brauche dein Blut nicht als Dekoration. Oh, Randy sagt nie was, oder? Nein. Gott. Und der Level ist übrigens jetzt wieder so ein open, offener Level, wie wir es mit der anderen Spinner hatten. Nee, nicht ganz. Doch. Das Experiment. Also, guck dir mal die Level an, hallo? Der ist offen. Nein. Willkommen in Amenine. Ach, Moment, erstmal ausbauen, oder? Genau. Der Tag ist vollgepackt mit Wissenschaft, Kämpfen und dem Tod. Snorks ist irgendwie vorbeigelaufen. Du weißt, dass wir alle hinter dir noch weit weg sind. Ja, ich mache nur eine Kiste auf. Ich muss mich aber beeilen, weil ihr beide habt so klebrige Hände. Da muss ich mich ja richtig beeilen. So ein Quack. Guck mal, hier ist doch der Boldur schon wieder da. Er hat das Schildding hier an. So, der Massenmörder ist da. Jetzt kann's losgehen. Weg. Und das ist auch weg. Oh, ich hab die Kiste nicht aufgemacht. Was ist das denn hier? Haha. Hast du es abgeholt oder was? Ja. Oh, geil, ich wusste es, ey. Hier ist schon Level 2, cool. Streitet ihr euch jetzt da oder was? Nein. Wir müssen den Ablauf sichern, ja? Folgt Boldur zur Amenide. Boldur oben. Aua. Das ganze Forschungsteam wurde im Splittersturm getötet. Boldur muss der einzige Überlebende sein. Nichts kann Boldur töten. Viele haben es versucht. Kann man die Dings kaputt gehen hier, ja. Und der labert, ey. Wohin? Ach, da oben, okay. Ach ja, das ist nett, ja. Die Beobachterin zu Boldur. Wird das Varelsi-Portal-Experiment gestört? Sind die Daten verloren? Wir müssen das Experiment beenden und alle im Weg stehenden töten. Ah, Jeneriten-Soldaten entdeckt. Bereit machen für epische Verteidigung des Portals. Na toll, Verteidigung, da wo die Schilde sind. Mhm. Ich mach ein paar Dinger an. Ach, ich hab keine Splitter. Ich hab keine Splitter. Jetzt habe ich auch mal eine. Warte, wo hast du den noch? Ah, ich habe auch keine mehr. Dann halt ohne. Wer braucht schon Splitter? Wir machen das so. Voll die Handarbeiter kennen wir doch auch. Wir machen es mit der Hand, genau. Genau. Level up. Okay. Ja, wo kommt der denn her? Hallo? Geh weg! Ja. Ah. Genau, gut, dass ihr einen Schwertmeister dabei habt. Da. Der muss auch weg.
Der muss auch weg, dachte ich gerade. Woll, du machst da richtig mit hier, der ist ja gut. Müllcontainer. Achso, das ist ja. Na, die explodieren, die sind doof, ne? Ich muss weg von dem Snort. Da bringt mir mal meine Feinde weg. Stimmt doch überhaupt nicht. Nein! Hätte ich ja nie gedacht. Mein Gott, wo denn? Ja, wie damit der hier noch, ne? Wo denn nur? Da, so ein kleiner Pups. Krabbelkäfer, Tonne, Biskark, Arsch. Was? Ja, Gewalt löst alle Probleme. Er freut sich einfach. Amenina verliert Energie. Gewalt löst fast alle Probleme. Sag ich doch. Was können wir tun? Die Notfallenergiestation ist nah beim Observatorium, aber ich kann sie von hier nicht aktivieren. Schieß eigentlich immer auf einen Mann. Könnt ihr euch um den Notstrom kümmern? Okay, zwei Totenschädel. Der Anführer dieses Lumpenpacks informiert das Imperium über ungesicherte. Warten wir mal auf den Schnessler. Da hören wir doch mit. Oh, zwei Totenköpfe? Zwei? Hast du zwei gesagt? Da sind ein paar mehr geworden gerade. Oh. Oh, Kacke. Wo kommt ihr denn her? Ey, wo kommen die alle überhaupt alle her? Er hat ein Energieschild angemacht, der Typ. Meine Tante hat gerade gesagt, ich finde nie Freunde, wenn ich immer alle umbringe. Ja, da hat sie wohl recht. Warum bin ich jetzt hier am Boden? Hallo? Ich bin betäubt. Ich finde nie Freunde, wenn ich alle umbringe? Könnte was Wahres dran sein. Bist du ein Schnellchecker? Hast du auch gemerkt, ne? Stunden später. Worüber lasst du denn? Ach, den Witz, der vor einer Stunde erzählt wurde. Hab ich jetzt verstanden. Ihr könnt auch gleich alle alleine spielen, genau. Frechheit. So. Gut. Hier ist ja irgendwo einer. Wo ist er denn da? Da geht er hier. Aua. Ach, schon längst weg. Hinter mir? Wieso hinter mir? Hä? Da ist einer. Okay, ich sehe noch einen Totenschädel, aber... Ja, ich habe mich drauf gestellt, aber da ist irgendwie unter uns vielleicht. Das muss wohl unter uns sein. Ja, da ist er. Scheiße. Da ist die Station. Wir scheinen Glück zu haben. Kein Zeichen des Imperiums. Aktiviert sie. Wir brauchen den Strom ganz dringend. Machen wir. Ich würde gerne erst noch ein paar Tourettes setzen. Tourettes setzen? das Ding ist über uns. Mist. Komm ich da hoch? Weite Wege. Mann, ey, diese Wege. Na, komm schon. Ja, wenn du was da lang hast. So, jetzt können wir mal wegen. Was können wir? Ich starte mal. Anmachen. Wop, ach so. Wop, schon leer. Es rumpelt. Rumpel richtig viel. Danke sehr. Energietransfer eingeleitet. Diese Imperium-Verstärkung kommt näher. Macht euch bereit. Machen wir. Wir beschützen hier das Vieh, ne? 3, 2, 1. Leeres Notfallgenerators entdeckt. Schicke Verstärkung. Yay. Die Raketen sind auf dem Weg zu euch. Bewacht die Station. Wo ist er? Da hinten. Voll weit weg. Jungs, was machen wir hier? Durchrennen, ne? Ah, kaputt. Moment, was ist das?
Durchbruch! Wo? Bei dir? Ja, so Tür davor quasi. Blinddarm? Genau da. Sag mal, wieso ist er denn so hart hier? Ja, Schwertkämpfer. Oh, ja. Wie, hast du Gegner, Schwertkämpfer? Nein. Achso, du bist ja da. Ah. Nee. Okay. Ich hab Gegner, Schwertkämpfer. Ach. Oh ja, die sind genauso hart wie du. Das merke ich gerade. Oh, 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 oh. Das geht gar nicht kaputt hier. So. Ich wurde nicht mal unkonzentriert. Oh, 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 oh. Flugnasen? Ja, ja. Wir haben einen Durchbruch, die machen unsere Turrets bei der Zentrale kaputt. Das sieht aus wie eine Nase, das ist eine Flugnase. So. Okay, genau da, richtig. Mein Gott, geht aber kaputt. Ach ja, der Schwertkämpfer ist ganz woanders, sehe ich gerade. Ja, ich hab naja, der macht die da, Feinde, wo sie spawnen, fertig. So, das war gut. Hier haben wir nochmal sowas. Ich baue noch mal ein paar Türmchen, wenn ich kann. Wenn du darfst. Wenn du Splitter findest. Ja, ich arbeite daran. Ach, ich mache eine. Onkel, hast du noch Gegner? Ja, wa? Ja, ja, ich habe gerade einen großen. Jetzt ist er weg. Du hast gerade einen großen. Was? Ich habe gerade einen großen. Gegner. Schon klar. Dinge, die wir nicht wissen wollen, Teil 1. Manche finden das Spiele geil. Und nun stehe ich hier. Du auch? Nächste Welle, ab irgendwann. Ja, schon da, aber ich weiß nicht wo. Oh, ups. Jetzt? Das Level abholen. Der Platz muss mal ein Level ab. So. Zack, der. Aber Onkel, wir beide zusammen machen sie echt gut weg, kann man nicht anders sagen. Ja. Oh, da oben. Oh, oh, wie kommt man da hin? Gar nicht. Guten Tag, die Herren. Bitte. Ja, genau. Ist ja geil, ey. Jetzt ist er durch, ey. Unglaublich. Aua. Oh. Die fallen nicht runter, warum das nicht? Irgendwas ist bei der Zentrale, ne? Ist jemand bei der Zentrale? Nö. Okay. Ein Fernkämpfer hier, der macht das dann auch weg. Okay, ist klar. Die Transfer abgeschlossen. Das Experiment ist vorerst sicher. Cool. Kommt zum Avenida-Observatorium. Ansema Tempest, wo bleibt die Verstärkung, verdammt? Verstärkung ist unterwegs. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Cool. Aber bis sie da sind, zählen wir auf euch. Das Eldritt-Portalgerät muss zerstört werden. Lord Commander, rennt ein! Bitte tötet mich nicht, mein Lord! Ganz woanders. Nein, sei nicht albern. Warum ich bin da. Oh, du bist ja schon gelaufen. Todesmarsch zum Observatorium. Jetzt! Sonst verbrennen wir uns alle töten. Ich versuche noch ein paar Turrets aufzubauen, ja? Ja, super. Ich bin doch vielleicht stehen geblieben. Ich auch. Ja, jetzt sind wir beim Rennen hier, ne? Da ist auch schon das erste Türmchen. Wo sind die ersten Gegner? Irgendwo sind ja schon welche erschienen. Ja, ja. Da, Boldur, haut auf die Dinger ein. Ja. Rechte Seite. Ich bin das. Das ist ja super. Ich bin ein Schwertkämpfer, das ist auch gut. Gott, das gibt's ja gar nicht. Meine Güte, sind da viele. Damit. Der lebt noch! Manu! Drecksack.
Okay, die sind weg. Dazwischen müssen wir welche sein. Da. Autsch. Okay. Puha. Puha. Hier ist auch noch ein Turret. Anderen. So, Manu. Manu? Ja. Oh, hier ist auch noch ein Turret. Ich habe noch keine Knete mehr. Verdammt. Was zu dir? Wo? Jetzt gerade vor uns Gegner. Jede Menge. Ganz böse. Ganz viele. Aua. Ja, mal nett. linke Seite. Oder kommen gerade durch. Gebatschelt. Rechte Seite ist aber auch alles. Ja, was ja, geht hier weiß. Ab? Das wird jetzt schwierig. Wir müssen uns irgendwie aufteilen, glaube ich. Nee, ich glaube, wir sollten uns lieber an unseren Verteidigungspunkt treffen, oder? Ja, das sage ich. Im Prinzip sind wir ja alle bei unserem Verteidigungspunkt alle woanders. Ja, das geht aber noch. Die Türme machen ja auch was weg. Gut sogar. Ja, wenn du die direkt vor diese Dinger stellen kannst, ist echt gut. Die Türme machen auch gut was weg. Panzer? Ja, irgendwie Panzer. Oder okay. So. Jo, da ist er. Endboss. Nummer 1. Nein! Ah ja, ich hab meine Superwaffe rausgeholt und er haut ab. Du auch? Artillerie? Er hat Artillerie gesagt. Hat er Artillerie gesagt? Ja, hat er Artillerie gesagt? Ich verstehe mal was von Artillerie. Au, da hinzulaufen ist keine gute Idee. Au, 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 nee, der britzelt einen so weg, ne? Geh mal wieder. Au, 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 au. Wo ist die Heilmaschine? Alter, Medi. Medic. Bleib stehen. Du musst da stehen bleiben, wenn die Fontäne kommt, Mensch. Du stehst da. Sobald die Fontäne ausbricht, bist du weggelaufen. Nein, ich glaub es nicht. Immer wenn meine Spezialwaffe aktiviert wird, springt der weg, der Sack. Ja, hab ich auch gerade. Ich habe auch gerade meinen Drachen entsorgt da. Oh, 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 was ist das? Das sind Turrets. Jo. Der Turret ist hingestellt. Er ist Turrets weg. Nee, ne? Ich könnte Heilung gebrauchen. Okay, danke. Was? Hat er das gemacht? Cool. Ich kann durch das Ding durchschießen. Ja, meine kleine Lida geht auch durch das Ding durch, aber der springt immer weg. Wo ist er hin? Keine Ahnung, hinterher. Oh. Ist ja nervig, oder? Was sind das für Jungs? Oder Mülleimer? Oh, Mülleimer hier, die. Laufende Mülleimer. Am laufenden Band. Nein, tu's nicht. Lass die in Ruhe. Ich wackel diese Kerne. Kann ich mich bewegen? Oh, fuck. Nein! Schon wieder! Immer wenn ich meine Spezialwaffe nehme, ist der weggesprungen, der Sack. Ich mag ihn auch gar nicht. Hilfe! Wo ist denn jetzt hin? Doofe kleine Säcke hier. Da hinten. Ach, da ist er. Ja, das sieht gut aus. Da-da-dam. Sehr gut aus. Experimentelle Daten werden an externe Server übertragen. Und nichts. Hallo? Die Kommunikation ist hin. Vielleicht haben wir unsere Zeit verschwendet. Und unser Leben. In der Nähe ist ein Com-Relais, das noch online zu sein scheint.
Das könnte eure beste Chance sein. Ich bin mir sicher, dass das unsere einzige Chance ist. Schnell! Wo schnell? Genau. Habt ihr schon eine Anzeige irgendwo? Ja, einen Totenkopf sehe ich gerade. Ah, okay. Wo jetzt? Na dann. Auf in den Kampf. Gehen wir mal in die Richtung. Warum bist du so schnell? Auf in den Kampf. Lalalalala. Achso. Hier überspringen, ne? Oh, jetzt wieder so ein Türöffner. Komm mal zu dir. Oh, da, böser Bilder, was? Bilder da. Ein bisschen langsam mehr. Okay. Ich mach mal wieder so ein. Ach ne, das ist mal eine Drohne. Eine Hochzockdrohne. Wie seid ihr rübergekommen hier? Findest du wieder den Weg nicht? Das hier ist ein Sprungpad, oder? Nee. Wie kommt einer rüber? Rüberrennen? Ach so. Na gut. Da auf mich geschossen, was soll das? Der kann ja was ab da, oder? Aber nicht mehr. Guten Tag. Nicht, wenn wir da sind. Wir machen ihn platt. Siehst du, geht schon. Alle weg. Hab ihn. Wow. Wo ist der Rest? Hier ist noch einer. Gewesen. Das war schon? Naja, was müssen wir tun? Wieder was verteidigen, denke ich mal. Aktivieren. Aktivieren. Mit Aktimel. Pum. Das müssen wir bestimmt jetzt wieder verteidigen. Ja, aber ein bisschen doof. Hier kann man runterfallen, ne? Machen wir Tour jetzt auf. Was unsere Lage betrifft, fragt doch die Unmengen an Feinden, die sich dem Korrelé nähern. Die müssen das Ding bewachen. Natürlich. Kämpflich. Ey, wie mache ich auch eine Spezialwaffe an, wenn der Schnitzler da ist hier? Der Metzger. Ja, das wusste ich nicht. Der Operator, ich habe keine Ahnung. Also, Fleischer. Fahr mir da nicht runter, ne? Also das ist ein bisschen Style. Bisschen Style? Oh, bisschen. Da hinten kommen sie. Da kommen sie. Aber der Schnetzler ist schon da. Ja, genau. Aber wir entfernen uns so ein bisschen jetzt vom Schutz. Genau, da ist nämlich oben auch einer gerade gekommen. Da hinten, hinter uns sind dann wieder neue Gegner. Mann, ist man ja am Rennen, oder? Das ist ja. Man kann auch verstehen bleiben, aber warten, bis die alle da sind. Ist ja auch eine Technik. Wenn meine Hüfte. Ich mach sie mal. Wo ist denn der rote Puppen? Sag mal, hä? Ach, da! Oh Gott! Was denn? Der rote Punkt? Hilfe, der tödliche rote Punkt! Er ist nicht der grüne Punkt, die werden nicht recycelt, kann ich dir so sagen. Die werden nicht recycelt, kann ich. Gelb. So, nun? Ja, von den Nasen, ja? Badaboom! Badaboom, grün, grün. Okay. Nicht roter Fall. Ich bleib mal hier. Die machen das schon alleine, oder? Wusste ich's doch.
Ich muss mich ja auch beeilen, sonst ist der Schwertmeister wieder vor mir, weißt du? Was soll das heißen? So, nu? Und nu, genau. Wir sind zu schnell für das Spiel. Genau da. Genau in der Basis, das ist auch nett, ne? Das reinigende Wasser kommt hier von dem Doktor. So, ich bin Level 10, voll aufgerüstet. Okay, ich bin noch nicht dran. Schon vorher das gewesen. Also, wir wissen ja schon mal, wer die meisten Kills hat. Jetzt bin ich auch 10. Da springst du rüber. Na ja, gut. Wir fahren super. Irgendwie hinter uns. Ich würde sagen, du brauchst gar nicht überspringen. Wir haben dann noch Spaß hier, ey. Ja, da brauchen wir einen Gegner. Oh, ich hab einen. Ich hab's gesehen. Doch. I have a bad feeling. Oh, die Basis ist angegriffen. Boah, ich seh grad nichts mehr. Boah. Entschuldigung. Du machst das da hinten und ich mach das bei der Zentrale, okay? Ich hab noch einen hellen Bildschirm gehabt. Einen hellen Bildschirm? Ja, war alles nur noch weiß. Hat geleuchtet. Oder was? Ein Heldenbildschirm? Ein Heldenbildschirm. Das sieht viel besser an. Sicherlich. Dunk. Du magst deine Welle, ne? Ich habe gar keine Welle gemacht gerade. Warum eigentlich nicht? Was redest du da? Scheiße, ich bin gedingst. Gedingst? Ja, ich arbeite ihn runter. Du brauchst ihn nur noch. Ich helfe mit. Hab ihn. Das Ruhr Observatorium hat den Erhalt der experimentellen Daten bestätigt. Das ist gut. Check. Sowie die Sensorsignaturen von richtig fieser Feuerkraft, die sich auf euch zubewegt. Soll ich laufen oder hier bleiben? Er läuft wieder weg, er lässt sich nicht heilen. Ich muss schon hinterherlaufen, um ihn heilen zu dürfen. Wenn die Maschine Portale generiert, könnte man sie fix in ein EMP-Gerät umwandeln. Warum hast du eigentlich kein Schild? Die Belagerung auflösen. Freut mich. Der Rest begibt sich zurück zum Observatorium, bevor die Verstärkung hier eintrifft. Oh. Zurücklaufen heißt das? Ja. Jo. Gut, dass ich einen Übersetzer hier habe. Das ist gut. Und Triad. Hui, Mama. Macho. Umf, ja. Was steht da gerade? Snorks hat sowieso. Hallo, Bodo. Sind alle wieder sicher in Amenine? Na? Gut, nun zum EMP. Boldur, deaktiviere die Feldhämmer des Portalgeräts. Boldur tut das, was du ihm gesagt hast. Mach er das immer noch? Okay. Boom. Ah ja, Hämmer deaktiviert. Jetzt muss ich die Energie nur noch auf eine kritische Stufe erhöhen, bevor wir die Entladung auslösen. Das ist ein Technologieansatz, den ich verstehe. Einfach draufhauen. Das Und Feinde! Juhu. Ich denke, ein großer Boss. Meinst du? Oder viele kleine. Oder viele kleine. Ah, werden sehen. Also da jetzt? Sind schon mal Schiffe. Und da schießen auch schon welche. Wieder von dieser Fronte. Yay! Fronte. Hast du was von Fronte gesagt? Fronten. Auf in die Front. Was die Blitzen. Oh Gott, das ist ein großer Mops. Komm her. Komm her. Süppchen für dich. Und Süppchen für dich. Er ist tot. Oh, das muss Zufall gewesen sein. Lalala. Ich bin auch gerade am Packen mischen. Was ist da hinten? Ne, muss ich gar nicht so. Also das ist bei mir immer noch Dauerfeuer halten sozusagen.
und ab und an mal draufhauen. Draufhauen? Ja, ab und an mal LB 1, 2, 3, 8, 7, 5 oder. Ja, quasi eigentlich nur LB 1, LB 2. LB? Ist das nicht Xbox? LB, Quatsch. LB? Wieso LB? Ja. Also Xbox-Fanatiker. Ja, mein Gott. Also 120 Jahre Xbox gehabt. R1 bevor. Und L1 heißt das, glaube ich, jetzt ja, hier. Ja, genau. Ich halte mal den Baldur. Aber ihr wisst doch genau, was ich meine. Und stellt euch mal nicht so verzogen an, Mensch. Verzogen? Nein, ich bin kein Welle. Xbox. Startet. Oh, ganz viel Kleinvieh. Ich weiß nicht, wo die Tasten sind auf der Xbox. Ach, Zombies. Das ist dasselbe in grün wie auf der PlayStation. Ach, große Jungs auch dabei. Ja. Natürlich. Nein, das ist früh scheiße. Ja, hier ist was Leeres, du. Ich hab zu früh geschossen. Ich sehe keine roten mehr. Hallo? Ach, da unten. Ja, cool, das ist der Spiel. Also unsere Türme machen ja ganz gut was weg hier, ne? Ja, wer? Unsere Türme machen ganz gut was weg. Hallo? Geh weg. Was hast du denn von mir hier? Die fallen da aus irgendwelchen Löchern auf einmal raus. Oh, oh. Achtung! Hoffentlich heißt das, du weißt nicht, ob das hier klappt? Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich starte die Entladung in 3, 2... was zur Hölle ist das? Jetzt haben wir das Große. Ein Endboss. Nein, endlich mal ein Endboss. Konservator. Wo seid ihr? Wo bin ich? Warum? Wie viele? Ich bin jetzt gerade auf Richtung Boss. Wo ist denn das Viech? Ich bin hängen geblieben hier. Das haut ab. Macht Angst. Wo? Wie? Hä? Das ist geschützt in einem Schild. Er ist erlaubt. Stimmt, dann hätte ich auch mal die Idee gehabt, das Schild auf eine runter zu hauen. Nee, laufe ich hinterher. Och, es geht aber. Also meine Flugwelle macht auch schon Schaden. Also die kann nicht ja. So viel, aber anscheinend geht schneller runter. Weil wir sind auch alle mit Hacken. Ja, ich merke das ja nur halt, dass wie schnell der runtergeht. Und der andere Boss vorhin ging deutlich langsamer. Die ist noch nicht gesagt, dass er nichts macht. Sie ist noch nicht down. Na, aber sie ist schon deutlich weiter runter als die andere Tante. Oder der Sentinel oder wie auch immer heißt. Hält sie sich. Profi-Gesicht nenne ich das immer, aber. Ach, und Boldo kämpft ja auch mit. Das ist wahrscheinlich das Ausschlaggebende, oder? Du meinst der ultimative. Ist er gerade abgehauen? Was macht sie eigentlich hier? Warum ist sie heute ab? Mit Sterben, würde ich sagen. Mit sie Sterben. Ist gleich tot. Sie ist der. Gut, das war's. Was? Entlade den EMP! Ist er noch Gegner? Ich glaube, wir haben die zu schnell fertig gemacht. Das Spiel ist noch gar nicht gleich fertig oder was? Sehr geil. Cool. Die Eltern triumphieren! Endlich! Und alles dank Baldur! Ja, wir haben auch nichts gemacht, richtig. Baldur ist... schon gut. Alles dank Baldur. Geil, Sie haben es geschafft. Bereit zum Abholen. Gut gemacht, Mel. Wir sind unterwegs. Da-dam. Du hast doch gerade noch erzählt, dass er so mitgeholfen hat. Ha, richtig. Das war schon? Das wäre einfach. Mission beendet. Jawohl. Erfolgreich steht da eigentlich nicht. Wahnsinn. Ne? Es steht nicht orange, ob man scheitert. Nee, es gibt ja nur beenden, weil wenn du sie mittendrin verkackst, ist sie vorbei und du musst von ganz von vorne beendet. Anfangen. Ja, dann musst du aber ganz von vorne anfangen. Ich weiß, ich war dabei. Yo. Ja, das ist das Problem bei diesem Spiel irgendwie. Man, auch wenn du es online mit anderen spielst, Atticus. Dann bist du darauf angewiesen, dass sie das durchhalten irgendwie. Ich hab Atticus freigeschalten. Wow. Und ein Boldur. Ich komm nicht ran.
Onkel, du bist näher rangekommen, aber ganz hast mich noch nicht eingeholt. Ich bin das Letzte. Immer. Ja, warum spielst du auch so einen vierarmigen Zwerg? Gin. Zwergin? Zwergin. Zwergin. Ich mag die total gerne. Mhm. Weil es so schon durchgeknallt ist. Ja, wir sind durch, ne? Also, das war's, würde ich sagen. Das war Battleborn mit dem Onkel von Gamerscheck LP und dem Zweikampfsofa, dem Smirk und dem Snorks. Und wir hoffen, wir sehen euch bei der nächsten Episode dann wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.